So, weiter geht's. Familie Creeper, na? Oh, nutzt ihr denn noch Kondome? Was haben wir denn da? Muss doch auch Redstone sein, ja. Ich komme auf jeden Fall von hier. Das müssen wir mal markieren oder ein bisschen ausbuddeln. Wie oft habe ich mich hier schon verlaufen überall? Das muss ich jetzt alles wieder finden, ja. Muss doch sein, dass wir Redstone finden, ja. Das ist schöne Lava. Kann man zumindest nicht erkalten. Ist da hinten vielleicht Redstone? Redstone! Hier ist Redstone! Ja! Ah, warte. Ach, jetzt habe ich oben das Eisen. Kann ich das hier mit abbauen? Ich weiß es nicht. Ach, leck mich doch fett. Kann man gar nicht, passiert gar nichts. Ich muss jetzt nochmal hoch. Ich Idiot. Aber wir haben Redstone. Das ist schon mal gut. Hier sind wir lang gelaufen. Ein paar Pilze mitnehmen. Komm, schon irgendwann mal brauchen. So. Abenteuerliche Reise hier, ey. Glaube ich total falsch. Oder? Es leckt ein bisschen, aber ich glaube, weil ich auf dem falschen Laufwerk aufnehme. Ja, ich nehme auf dem gleichen Laufwerk auf, wo ich drauf spiele. Ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja, ich weiß, Eisen, Eisen, Eisen. Ach, da ist es doch. Da ist es doch! Ruckelt ein bisschen, aber macht ja nichts, ne? Ich mag das ja. Ohne Ruckeln macht es doch gar keinen Spaß hier. So, Eisen. Ich glaube, die letzten zwei Stöckchen. Und da haben wir dann unsere Eisenhacke. Ich muss mal hinter mich gucken. Es ist immer diese Drecks-Creeper. So, geht's ja hier runter. Können wir auch mal ein bisschen schöner machen, ne? Ist auf jeden Fall eine übelste Höhle. Wenn wir dann nach Hause finden gleich, dann... Ich werde diese Höhle, dieses fette Ding mal auf jeden Fall erkunden. Wenn wir es schaffen. Aber sollten wir ja... So, finde ich das jetzt noch hier. Da ist die Familie Creeper, dann bin ich hier lang gelaufen, ne? Sehr schön. Und dann war hier der Redstone. Genau, der uns jetzt nach Hause bringt. Wenig. Reicht auf jeden Fall. So, jetzt wieder nach oben kommen. Dürfte kein Problem sein. Gold, ja, wird alles abgeholt. Kein, jetzt nicht zu den komischen Schrauben. Flitri, du hast ja Gold übersehen oder Kohle oder jede Menge Eisen. Das ist jetzt ja total unwichtig, ey. Es geht um das weitere Leben, Bestreben. Ja, ist ja gut. So ein kleiner Zombie da. Der Flatrate-Nation hier. Aufwand hier. Ja, na. Haben wir doch gerne kaputt, ne? So. Sehr schön. Ich habe Angst, dass hier irgendwie noch einer hinter mir auf unauffällig hinter mir herkommt. Machen wir direkt nochmal eine Truhe. Also dann eine zweite dann.
Ofen verkaufen. Da kommt die zweite Truhe daneben. Danach kommt gern der Ofen daneben. Jetzt mache ich erstmal die ganzen Blödsinn, den ich hier nicht brauche. Da rein. Naja, Redstone wird mir gerade den Arsch retten. Eisen brauchen wir. Dann bauen wir uns jetzt einen schönen Kompass. Müsste eigentlich so gehen. Und dann Redstone. Ja! Dass ich das noch erleben darf. Und in diese Richtung. Diese Richtung. Das ist eine Kompass, so komisch. In diese Richtung geht es dann Richtung Norden. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Falls ich diese Höhle nie wieder finde, ich mache mal kurz hier F3, da habe ich auch die Koordinaten 45, 51 und minus 289 X, Y 45 und Z 51. So. Wenn ihr Bock habt, hier dieses Biom zu spielen, genauso wie ich es habe, müsst ihr euch den Seed hier abschreiben, 1301463316103906. Dann habt ihr den auch in den Welteditor. Jetzt nehmen wir uns alle wichtigen Sachen, nehmen wir uns jetzt wieder mit. Kohle, Eisen, Faden, das. Ich versuche alles mitzunehmen. Geht gar nicht, jetzt geht's echt nur nach Hause. Die Kiste bleibt ja einfach mal hier. Ich nehme Pflasterstein, um ab und zu nur was zu setzen. Kohle kannst du hier lassen. Zusammenlegen. Erde brauchen wir jetzt glaube ich nicht. Pflastersteine setzen wir gleich, um wieder nach Hause zu die Föhle hier zu finden. Ich werde jetzt hier mal kurz noch ein bisschen was braten. Und dann geht's endlich nach Hause und dann mache ich auch eine Aufnahmepause. Dann ist nämlich der kleine Schock hier erstmal weg. Was brauchen wir denn noch nicht hier so? Rohes Rindfleisch. Okay, packe ich jetzt mal hier hin. Verrottetes Fleisch. Faden brauchen wir auf jeden Fall. Dann können wir nämlich ein Bett bauen. Die Wolle nehme ich auf jeden Fall mit. Schwarzpulver brauchen wir jetzt nicht. Holz nehme ich mit. Alles so, wie es ist. Wunderbar, wunderbar. Hacke können wir mal hier drin lassen. Erde braucht man nicht. Ja. So, ich bastel mir jetzt noch schnell ein Schwert. Ja, ich weiß, hätte ich jetzt das ganze Eisen abgebaut, könnte ich mal schon eine kleine Rüstung bauen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch, weil der Heimweg könnte vielleicht nicht leicht sein. Aber es wird wahrscheinlich um die Ecke sein und ich lache mich dann nachher kaputt. So, das reicht hier. Dann tun wir das hier. Ne, das Essen nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Dann schmelzen wir jetzt noch das restliche Eisen ein. Da brauche ich mal eine kleine Rüstung von. Und hier ist auch Rüstung, Eisen. Da bauen wir uns jetzt die erste Rüstung. Dann können wir mehr schlucken, können wir da mehr Schaden schlucken. So. Da oben ist auch noch Eisen. Ja, fette Höhle gefunden hier und kleine Expedition, da hinten ist auch noch Eisen. Hier ist so viel Eisen, ja. Ich gucke mal, ich bin mittlerweile sehr Creeper anfällig. So ist das halt. Die Familie Creeper ist halt eben nicht so nett. So, alles Eisen. Boah, guck mal, wie viel Eisen wir haben. Zack. 10 Stück. Da bauen wir uns erstmal einen schönen Brustharnisch. Brust. Von der 2 können wir nichts bauen. Aber den können wir schon mal anziehen. Dann sieht man jetzt, haben wir den da. Zack. So, haben wir mal einen Brust. Haben wir schon mal ein bisschen was an
verteidigen können. Wie viel haben wir jetzt? Wo ist denn das Eisen? Da 4. Könnte aber ein bisschen schneller. 5. Mit 5, was kann ich denn da bauen? Schuhe oder eine Kappe. Die ist total sexy. Zack. Toll sehe ich aus, ne? Von vorne. Na? Schön, ne? Dauert ein bisschen, bis das brennt, aber ich bin ja so fortschrittlich und baue dann einfach nochmal schnell einen Ofen. Und ja, schick. Gut bin ich, wa? Da ist einer, da können wir uns noch eine Hose bauen. Ne, einer fehlt noch. Eine Butz. So, und dann brauchen wir noch 4 Stück. 1. Ist der nächste der. Dann machen wir uns ein paar Schuhe. Und dann sind wir Eisen ausgerüstet. Sehr schön. Das ist leider kein Tag. In die Richtung ist Norden, oder beziehungsweise nicht Norden. In diese Richtung ist der Spawnpoint. Dann geht's dann damit. So, dann würde ich sagen, auf wie Arrivederci, ich bin mal weg. Bis später wieder. Hüppeln wir mal hier hoch. Ach, bin ich froh, dass wir es positiv bis jetzt erledigt haben. Jetzt müssen wir es noch überleben. Was sollten wir eigentlich tun? Essen haben wir. Essen. Rohes Hühnchen. Haben wir kein Gebraten? Doch, da. Dann nehmen wir mal so ein gebratenes Hühnchen. Das wir mal. Futtern, nom 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 nom. Der Kalle ist ein bisschen ruhiger. Ich habe Hunger. Und ist das richtig? Die Richtung, alles klar. Direkt ein Zombie. Ja, ist doch gerne. Außerdem machst du eh keinen Schaden bei mir. So, dann setzen wir auch ein paar Steinchen hier. Die Höhle. Bin mal gespannt, wie weit das weg ist. Okay. Dann haben wir hier mal eine Fackel dran. Muss jetzt da irgendwie runter. Wir waren ein Endermensch. So, okay. Wir müssen uns doch. Aha, guck, da ist der andere. Okay, wir waren echt nicht weit weg. Beziehungsweise. Da vorne ist die andere Höhle. Und da quer rüber hätten wir hingemusst. Tja! Und ich bin da in die Prärie rumgelaufen. Meine Güte, meine Herren, ey. Alles bestimmt hier um die Ecke. Ja. Guck mal. Ach, es ist ja gar nicht so weit weg, ey. Das ist ja gar nicht so weit weg und ich bin vollkommen in die andere Richtung gelaufen. Das Spawnpoint ist jetzt hier vorne gewesen, aber das brauchen wir jetzt nicht. Können wir das hier alles so sehen? Das ist so ein kleines Denkmal jetzt für mich hier, dass ich mich nie wieder verlaufe. Stein, Doppelstein.
finde ich wieder. Wunderbar. Was mache ich ja die Koordinaten? Hehe. Ach, bin ich froh, dass ich zu Hause bin. Bin ich froh, dass ich zu Hause bin. Ach, guck mal. Und ein Spinni. Na, freut sich wieder, mich zu sehen. Auch finde ich aber toll. Wir machen direkt mal ein Bett. Und, ach, guck mal. Ja, klopft da halt eben mal. Ja, das ist okay. Ja, warum hüpft ihr denn so schön? Ja, ist aber schön hier. Ich bin froh, dass ich zu Hause bin. Persönliche Begrüßung hier. Finde ich total schick. So. Bettbauen.de. Ganz schnell. Da in die Ecke kommt mein Bett. Und ich beende die Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, ich schlafe jetzt erstmal, ne? Ich bin so müde.